Hallo, heute schauen wir uns an, wie wir bei einer Webseite Updates machen können, technischer Art, und zwar nämlich Updates vom WordPress Core, vom Kern von WordPress, von Plugins und von Themes. Ich habe dazu unsere Webseite aufgemacht. Von außen sehe ich da nicht viel, aber ich gehe jetzt mal in den Administrationsbereich. Bei den meisten Webseiten eben, indem man hinten dran an die URL das WP-Admin dranhängt, dann erscheint ein Fenster, wo ich mich einloggen kann, das kennt ihr ja. Dann kommt die schwierige Rechenaufgabe. Und ich gelange in den Login-Bereich und hier gehe ich dann zu den ausstehenden Aktualisierungen, entweder hier unter Dashboard Aktualisierungen oder auch bei diesem Icon mit diesem Kreis, der aus zwei Pfeilen besteht. Egal, ich komme zur gleichen Stelle, da drücke ich mal drauf. Und hier bekomme ich einen Überblick. Die Aktualisierungen bestehen immer aus drei verschiedenen Optionen. Einerseits ist hier die WordPress-Version. Hier sagt er mir, ich bin in der aktuellen WordPress-Version. Da brauche ich nichts zu tun. Ich kann hier erneut überprüfen, aber hier ist die aktuelle. Da gibt es nichts zu machen. Dann als nächstes sehe ich, dass es Möglichkeiten gibt, Plugins zu aktualisieren. Da sehe ich gleich eine ganze Menge. Und unterhalb der Plugins normalerweise gibt es noch Themes, aber hier steht Themes auf dem neuesten Stand, da gibt es nichts zu tun. Wenn da was zu tun ist, geht es so ähnlich wie bei den Plugins und hier bei der WordPress-Version kann man hier auch zum Beispiel das erneut installieren, beziehungsweise eben auch eine aktuelle, falls das notwendig ist. Bevor wir uns jetzt also an die Updates machen, macht es Sinn, noch ein Backup vom jetzigen Stand zu erzeugen. Hier unter dem Tool All-in-One WP Migration kann ich Backups anlegen. Da sehe ich auch, es gibt Backups. Ich lege jetzt ein aktuelles an. Es gibt auch Server, die automatisch tägliche Backups von euren Webseiten machen. In dem Fall müsst ihr nicht unbedingt ein händisches anlegen. Das hängt davon ab, wo eure Webseite gehostet ist. Das Backup ist gerade fertig geworden, dann habe ich das hier jetzt einmal erledigt. Ich gehe also jetzt wieder zurück zu meinen Aktualisierungen und hier kann man im Grunde diese Plugins jeweils einzeln anwählen, aber wenn man mutig ist, kann man auch alle auf einmal anwählen und geht jetzt auf Plugins Aktualisierung. Was gut ist, wenn man nebenbei auch die Webseite geöffnet hat, weil dann kann man sich anschauen nachher, ob es Unterschiede gibt vor und nach der Aktualisierung der Plugins. Ich gehe also wieder zu meinem Aktualisierungsfenster zurück und muss da jetzt ein wenig warten, bis die Aktualisierungen vorankommen. Übrigens wundert euch nicht, wenn ihr während der Aktualisierungen die Webseite aufruft, dann hat die so einen automatischen Wartungsmodus-Bildschirm, während die Aktualisierungen gemacht werden. Nach einiger Zeit ist er dann hier fertig und man erhält auch normalerweise Erfolgsmeldungen mit so grünen Balken und zu sehen, wo alles aktualisiert sind. In dem Fall gibt es jetzt keine Erfolgsmeldungen, das ist eher ungewöhnlich. Aber man kann das überprüfen, indem man hier auf Aktualisierungen dann nochmal in einem neuen Tab aufmacht. Und wenn man den anschaut, sieht man jetzt wie vorher aktuelle WordPress-Version, da haben wir auch nichts geändert. Aber wenn man jetzt hier zu den Plugins geht, sieht man alle Plugins auf dem neuesten Stand. Und bei den Themes ebenfalls, da war auch nichts zu ändern, aber auf dem neuesten Stand, die würde man also genauso updaten wie die Plugins. Jetzt gehe ich nochmal zur Hauptseite
aus der User-Ansicht. Ich lade diese neu. Und da macht es jetzt einen Sinn, quasi nochmal so eine kleine optische Kontrolle zu machen. Schaut die Webseite nach den Aktualisierungen genauso aus wie vorher? Also so schaut sie jetzt nach den Aktualisierungen aus. Und hier ist ein Tab, wo ich sie offen hatte, noch bevor ich aktualisiert habe. Und wenn ich da drüber schaue, sie schaut aus, genau gleich wie jetzt, nach den Aktualisierungen. Dann kann ich auch davon ausgehen, dass alles gut geklappt hat. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt sehe, dass nach den Aktualisierungen irgendetwas mal nicht funktioniert, sehe ich es meistens schon bei einer optischen Kontrolle der Startseite. Gut, das heißt, ich war also erfolgreich mit dem Ausführen der Plugin-Aktualisierungen. Wie gesagt, falls Theme-to-Aktualisierungen sind, das geht genauso. Und beim WordPress, bei der Core-Version, habt ihr dort eh auch einen extra Button, den ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, das war für alle aufschlussreich und wünsche euch viel Erfolg beim eigenen Updaten von WordPress Core, von Plugins und Themes.